Okay. Fangen wir erstmal ganz simpel an. Wir brauchen eine Bass, eine Snare. Und dann brauchen wir noch ein freakiges Geräusch, wie zum Beispiel. Und jetzt kann ich zum Beispiel was basteln wie. Okay, Drums. Stop, Hip-Hop. Yeah. House Music. Und gefällt euch das? Cool, dann wollen wir gleich weitermachen. Your mouth can't wait. Stand up, get up, give me that beat. Come on. They get crazy, Blackita say get crazy. They loca, they get crazy. Yo mama, she went crazy. And the beat, that wird jetzt crazy. Alberto wird jetzt crazy. Hamburg Hänger mach mal crazy. Nun seid mal etwas crazy. Stop, stop, stop. India style. Two step with me, one. Here comes the two, two, three, two, the four. Everybody drunk out on the dance. My lovely lady loves. Take it down. She's got me spending. Spending all my money on me. I'm spending dry. Must be the rhythm why I'm king of my castle. Must be the rhythm why I'm free in my dress. Free in my dress. Free, 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 So, how's it going? How's it going? How's it going? So, I'm the reason I'm party. Everybody pull up their hands.
Get low. Okay, ich hoffe, euch gefällt das. Ich finde das cool. Okay, zum Schluss, alles zum Schluss. Man kann halt auch Beatboxen mit Singen verbinden. Ich habe da ein ganz cooles Beispiel. Also als allererstes braucht man erstmal eine Stimme, wie zum Beispiel Jesus is right in this case. People don't like it in this. Jetzt brauche ich halt wieder ein Beat. Und jetzt packe ich den Gesang und den Beat einfach zusammen und dann hört es ja so an. Jesus is right in this case. People don't like his face. Das Ganze kann ich jetzt aber auch noch rückwärts abspielen lassen. Ich zeig's euch mal. Hört mal genau hin, erst noch mal vorwärts. Jesus is right in this case. People don't like. Jetzt rückwärts. Game, set, and match. Dankeschön.